Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 28. Juni 2024. Ja, und unser Bär wurde ja weiter im Tütü tanzen gelassen unter tosendem Beifall von Bullen. Nein, ganz so war es nicht. Ganz so viel Applaus konnten sie noch nicht springen, aber es zeigt ein bisschen das, was wir gestern besprochen hatten. Ja, insbesondere den Punkt, dass ich gesagt habe, rein aus der technischen Perspektive, aus dem, was man nach Lehrbuch jetzt machen müsste, war das ja eine klare Vorlage nach unten, dass hier nochmal so eine Abverkaufswelle eben kommen muss und so weiter und so fort. Und ich habe aber gesagt, dass ich nicht glaube, dass der DAX das macht, weil er es eigentlich ja nie macht und oft einfach anders macht. Und in dem Falle würde er sich weiter oben halten und würde über die 200 rüberklettern, wieder an der 260 dran klatschen, und wenn er den 260 rausnimmt, dann den 335. So haben wir es gestern gesagt, ja, und so ist es jetzt gekommen. Ja, es hat sich über dem Tagesschluss hier, die 1,50 vom Vortag, hat sich ganz täglich gehalten, hat sich zwar über der 200 schon ein bisschen knetendämlich angestellt, das muss man schon sagen. Also von wegen volumenstärkster, umsatzstärkster Tag in der Woche, nee, das war es keinesfalls. Also das war ganz schön dürftig, war auch ungewöhnlich wenig Bewegung für einen Donnerstag. Nun ist es aber so. Vielleicht wartet er auch bis zum Freitag jetzt. Ja, wahrscheinlich hat der Freitag mehr Wirkung als der große Hexensabbat, denn die Money Monkeys Leute und Seminarteilnehmer gucken auf den DAX. Ja, 13 Uhr werden wir in die Börse reingehen. In 13:30 gehen wir in die Börse rein. Ihr könnt ja mal genau hingucken, ob der sich bewegt. Vielleicht, wenn der merkt, dass ich da vor dem Parkett mitstehe, dann fängt er an, ein bisschen zu zappeln und ein bisschen Bewegung zu bringen. Und wenn er merkt, dass er richtig losrennt, dann wisst ihr, dass ich hinter der Schalttafel stehe und an den Rädchen drehe. Dass immer ein bisschen Bewegung reinkommt, die sich handeln lässt. Das ist ja furchtbar. Ja, also, nee, wir sind morgen 13:30 bis 15 Uhr sind wir am Parkett. Oder gucken zumindest drauf. Und ja, dann geht's auch ins Seminar. Das heißt, Samstag, Sonntag bin ich dann raus. Das heißt, alle die irgendwo Mail-Anfragen gestellt haben, wundert euch nicht, wenn da vielleicht übers Wochenende dann nichts kommt. In der Regel hängt das dann immer alles ein bisschen nach und auch die Woche danach ist noch ziemlich überlaufen bei mir, was dann Schriftwechsel angeht, weil primär dann erstmal die Seminarteilnehmer verarztet werden müssen. Die haben dann nach dem Seminar Fragen, schicken die per Mail, das beantworte ich dann erstmal ein bisschen priorisiert, damit die, wenn sie dann eben das Erlernte direkt gleich umsetzen wollen, da auch nicht so einen großen Zeitverzug dazwischen haben. Ja, da einfach ein bisschen Verständnis für diejenigen, die anfragen oder E-Mails auch geschrieben haben, dass ihr das ein bisschen auf dem Radar habt. Da ist jetzt erstmal ein bisschen Fokus Seminar und Seminarteilnehmer und guckt auf den DAX, was er macht. 13:30 bis 15 Uhr und wenn ihr ein schönes Tänzen seht, dann wisst ihr, dass wir an den Radschrauben dahinter gedreht haben. Ja, was können wir zu erwarten vom DAX? Also wir können erwarten vom DAX, dass er vielleicht, ich würde denken, dass er nach unten antäuscht, dass er nochmal versucht, morgens ein bisschen Dynamik reinzubringen. Alle rechnen damit, dass eine zweite große 700-Punkte-Welle kommt. Andere rechnen jetzt damit, dass sich diese Bewegung vom Mittwoch jetzt nochmal nach unten ausläuft. 300 oder 350 Punkte oder was das da war. Ja, beziehungsweise war es nicht ganz. Ja, doch, 300 Punkte waren es. Die einen rechnen mit 700, die anderen mit 300. Ich denke, er wird sie versuchen zu catchen. Das heißt, er wird bestimmt tief reinstarten. Vielleicht sogar unter die 1,50 gehen, aber müsste es nicht. Er müsste eigentlich bloß ein bisschen nach unten anziehen. Da wird es auch im Grunde reichen, wenn er unter die 1,50 drunter drückt und quasi einfach nur antäuscht, dass er losrennen will und sich dann stabilisiert auftritt, so wie er es den ganzen Tag gemacht hat, und dann auch wieder nach oben hängt. Und dann ist für mich das Timing wichtig. Wann erreichen wir wo welche Kurse? Kommen wir dann über die 2,60? Zu den Amerikanern, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass die uns auf 300, 350 nochmal parken. Und wenn er das hinkriegt und er kriegt das mal gestanden, auch zum Abend hin, glaube ich, dass er 21 oder 20:30 rum durchaus nochmal ein bisschen Schwung reinkommen kann und die dann in Richtung 420 hochheben können. Weil die Erwartungshaltung ist, muss man ja sagen, sie ist jetzt deutlich auf Short gedreht. Also es wird viel, viel, viel mehr über die Potenziale unten geredet als oben. Das war hier oben noch ganz anders. Ich erinnere mich hier an den Sprung, wo der DAX hier nach oben gerannt ist und man wirklich förmlich gerochen hat, dass er oben aus der Abwärtstrendlinie raus. Da sind sie bei uns im Chat alle rumgesprungen und haben von 20.000 gerufen und von dem Potenzial, was er jetzt nach oben rausmachen kann. Und schwuppdiwupp ist der vollkommen eingebrochen. Und jetzt hat der Markt es geschafft, durch dieses lange Gefummel an den Tiefs, die Leute eigentlich
ein bisschen zu konditionieren, dass die eigentlich jetzt den tiefer haben wollen. Und der eine oder andere das gar nicht hören will, wenn ich das sage, dann kommt er eh wieder hoch. Weil die jetzt sich im Kopf die Fantasie gesteckt haben, dass er jetzt tiefer kommt. Und das finde ich passt eigentlich sehr schön auf die aktuelle Situation, weswegen ich mir gut vorstellen könnte, dass der hier eben jetzt nach oben weiter zurückläuft und über die 260 am Freitag auch wieder drüber geht und nochmal bei 300 sich vorstellt und dann eben auch hier an die grüne Linie rangeht. Und wie gesagt, das ist ein bisschen Timing-Sache. Wir haben für den Freitag einfach Standardabläufe, die macht der DAX sehr oft. Und es muss aber dann passen. Der wird es nicht hinkriegen, wenn der bei 200 steht, dann noch hinten einen Schlusssport rauszukriegen. Das klappt eigentlich nur, wenn er sich über den Tag die Leute A, früh tief reingeholt hat, B, nicht über den Tag dann rauslässt, weil er stetig ganz ekelhaft ansteigt und C, dann wirklich dieses Niveau hinten raushalten kann, um auf die letzten Minuten eben um rauszuspringen, wo die Leute dann wirklich nervös werden und dann einfach aus Zwang, weil ja das Wochenende sich nähert, verkaufen oder verkaufen müssen. Ja, und dann klappt das gut, dass der hinten raus hochspringt. Und wenn er das hinkriegt, zum Freitag da hochspringt, dann können wir munter auch einen Aufwärtsgap einplanen. Oder zumindest nochmal eine schöne sportliche Action bis 9:15 Uhr in die 500 rein. Das wird er hinkriegen. Aber das sind so, er muss halt die Bedingungen auch erfüllen. Ja? Das sind Szenarien, die wir da auf dem DAX sehen. Und wenn wir davon was haben wollen und die Punkte verdienen wollen, müssen diese Bedingungen auch einsetzen, die ich aufzähle. A, B, C und so weiter und so fort. Also, ja, er muss auch bedienen. Wenn er das nicht bedient und hier noch rumkleckert und beispielsweise keine Stabilisierung hinkriegt, 1,90 und er bietet sehr viel Dynamik auf, sprich, dann ist er nach unten gerichtet, wie die Technik das vorgibt. Ja, es wäre zwar untypisch für den DAX, aber dann gibt die Technik das vor. Unter 1,50, 18,80 und unter 18,80 hat er dann auch die Chance, hier unter die 18.000 zu rupfen. Und das kann dann dynamisch werden. Das sollte dann auch dynamisch werden. Das muss dann auch dynamisch werden. Und dann könnt ihr wirklich bis Tagestief auf Tagesschluss hier komplett nach unten durchzimmern. Aber das wird man sehen. Das wird man früh schon sehen. Das wird man sehr zeitig sehen, wie da drauf ist. Und ich vermute eher, dass er wirklich dieses kurze Antäuschen macht, sich stabilisiert und dann auftritt. Und spätestens, wenn man dann das sieht, dass er sein neues Tageshoch dann irgendwo um Mittag rumsetzt, dann weiß man, okay, der ist jetzt eher in diesem bullischen Szenario und dann kann man sich oben raus immer noch ein paar Punkte holen. Ja, man muss nicht früh der Erste sein, der da reinspringt, long oder short. Ja. Aber ich würde oberhalb von 260 einfach wieder 300, 350 und dann eben auch die grüne Linie mit einplanen und die ist jetzt ja knapp um die 400 rum. Ja, gut, Freunde, dann mache ich hierzu, wann ich das Video für den Dings, wann ich das Video für den für den Montag einspreche, kann ich noch nicht genau versprechen, ob ich es am Samstagabend zwischengequetscht kriege oder am Sonntag, dann kann ich leider nicht versprechen. Kann auch sein, dass es dann wirklich erst Sonntag ein bisschen später wird. Aber ihr seht es dann. Ich schreibe auch bei uns im Chat auf der Money Monkeys Seite, wenn ich die Analyse reingestellt habe. Ansonsten könnt ihr auch hier bei YouTube ja die Push-Nachrichten aktivieren oder die Glocke hier unten, Abo. Dann kriegt ihr ja auch eine Info, wenn dann die Analyse hier drin ist. Bloß, dass ihr ein bisschen auf dem Radar habt, dass da jetzt am Wochenende ein bisschen mehr los ist. Gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen am Freitag und dann schon mal schönes Wochenende. Und ja, alle anderen, die dann am Freitag kommen, bis dann.